Ich bin jede Zahl gibt es genau zweimal. Dreimal. Jede Zahl gibt es zweimal. Theoretisch könnten drei Einser, drei Zweier oder drei Dreier kommen. Kann alles passieren. Können wir da die Freistühle hinstellen? Nee, ich stehe dort die ganze Zeit. Das ist ganz extra. Das gehört zum Status, dass auch nicht alle sitzen. Ich gehöre zum Beginn. Okay, es geht los. Ja, hi. Hi. Ja, weißt du, wann der Neue kommt? Nee, das weiß ich noch nicht. Das weiß ich leider nicht. Hat sie dir auch schon vorhin gesagt? Nee, sie hat ja nichts Spezielles gesagt. Sie hat nur gesagt, dass sie heute vorbeikommt. Dann müssen wir noch warten. Hast du eigentlich die Wohnung sauber gemacht? Ja, mein Zimmer habe ich sauber gemacht, ja. So. Aber der Rest geht mir ja nichts an. Ja, den Rest habe ich gemacht. Okay. Herr Rhein? Ja, Herr Rhein? Hi. Hi. ich bin Chantal. Ja, schönen Tag. Hallo. Ja. Ich bin Sebastian, das ist Isabel. Isabel. Ja, dann erzähl mal. Das war ganz interessant. Ja. Wir hatten auch gemeinsam ausgearbeitet. Und ja, dann stell dich mal vor. Also, ich bin Chantal, bin 23 Jahre alt, arbeite bei der Bank, mach mir Hobbys auch Musik nebenbei zu. Wie lange warst du schon? Jetzt so ungefähr 5 Jahre. So, ist dein Auto da unten? Ja, sorry, das ist meine Alarmanlage. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist so dieses neue. Wow. Ja, dein toll. Zeigen wir dir mal das Zimmer, oder? Nein, ja, also das ist gut. Das wurde mir mal finanziert. Gut, ja, dann komm mal mit. So, also das ist das Zimmer. 20 Quadratmeter ist nicht gerade sehr groß, ne? Aber ich denke mal, für deine Möbel müsste das eigentlich reichen. Gehe ich mal von aus. Also ich habe auch 20 Quadratmeter im Bett, passt da rein, da passen drei Kleiderschränke rein. Nö, so viel brauche ich auch nicht. Ich bin nicht so groß wie du. Das habe ich auch nicht. Soll ich mal mein Auto aufschalten? Ja, das wäre besser. Gut. Ja, du hast auch wunderbare Aussicht hier. Also ja. Hast du direkt einen Blick aufs Meer, ne? Wunderbar. Und unten haben wir noch einen Strand. Promenade haben wir. Kannst auch gerne essen gehen. Gibt auch Eis. Ist wunderbar. Oh. Ja. Gibt auch sehr viele Cafés und alles. So, wollen wir mal weitergehen, ja? Ja. Den Rest möchtest du ja sicherlich auch sehen. Ja, aber ich interessiere das Bad. Ja, das Bad. Ja, sehr gerne. Hier ist das Bad. Granitfliesen. Wunderbar. Marmorwaschbecken. Ja, wir haben auch mehrere Toiletten mit speziellen Bereichen. Also aber ich muss jetzt nicht immer zusammen mit euch auf Toilette gehen, oder? Nein. Achso, okay. Nein, das nicht. Wir haben das Bad ja getrennt. Wir haben einen Vorraum für das Bad, wie du sehen kannst. Und von da aus haben wir einmal ein Frauenklo und einmal ein Männerklo. Ein Frauenklo. Veranstaltet ihr hier denn für Partys? Ja, unter Umständen, also so 2 bis 3 Mal monatlich machen wir das schon. Dann so meistens Wochenende, ne? Von Samstag zu Sonntag. Auf was für Musik steht hier so? Oh, also eigentlich alles querbeet. Aber nicht nee, so Goa oder so. Nee, so. Okay, kommt zum Ende. Gut. Was ich noch fragen wollte, wie gibt denn wie viel zockt ihr mir im Monat ab? Von den 1200, die wir bezahlen, da kommen dann halt noch 600 Euro Nebenkosten dazu. Alleine schon wegen dem Burger, der so gut schmeckt. Also ein Drittel davon. Kaution brauchst du nur keine mehr bezahlen. Das haben wir schon beide übernommen. Das haben wir abgeklärt. Kannst auch absagen, wenn du nicht willst. Achso. Du bist ja die Bankkauffrau.
Ja, also. Da möchtest du ja auch schon ein bisschen dazu sagen. Ich spare für. Ich spende immer Geld. Ach ja, du spendest Geld. Ich spende immer Geld. An welche Organisation? Deutsches Rotes Kreuz. Ja, also es ist auf jeden Fall was Gutes. Ja, und ich finde das viel wichtiger als hier eine Wohnung. Ja, ist wichtig. Also ich selber bin auch im Ausland gewesen, Afghanistan. International Security ist das jetzt auch. Ja. Und dadurch konnte ich mir ja sowieso erst so eine Wohnung leisten. Und, ja, dann gut. Ja, ihr scheint mir auch sehr attraktiv zu sein. Ja, danke. Das erwidere ich gerne. Ich zieh doch aus. Okay, das war jetzt nicht perfekt, ne? Was schätzt ihr? Ja, genau.